Ja, grüße dich. Heute ist Sonntag und heute gibt es natürlich einen neuen Weekend Flow und dieser passt perfekt zu dem genialen Wetter heute. Und zwar zeige ich dir jetzt eine Übung, ja, wo wir vom Knien anfangen und dann in die Liegeposition reingehen. Und die Übung, die ist komplett für deinen ganzen Rücken. Wenn du verspannt bist, wenn du verklebt bist, damit kannst du das alles lösen. Es ist für die, ja, für das Zusammenspiel im Körper sozusagen. Also das nennt man Interozeption, dass die Organe gut miteinander funktionieren. Das wird auch mit dieser Übung, ja, verbessert. Also wenn du Probleme mit verklebten Organen hast, dann ist die Übung auch sehr, sehr gut, weil sie etwas filigraner ist. Das wirst du gleich sehen, was ich damit meine. Und sie beruhigt dich sofort. Du kommst runter. Und das ist auch sehr, sehr schön, weil die Übung aus mehreren Teilabschnitten besteht. Und darauf musst du dich konzentrieren. Und das Schöne daran ist, darauf, dass du dich darauf konzentrieren musst, bist du im Hier und Jetzt. Und es lenkt dich nichts anderes ab. Und deswegen wird alles im Körper miteinander verbessert. Also die Kommunikation der Organe mit den Muskeln, der Organe mit dem Fasziengewebe und so weiter und so fort. Das ist ja alles miteinander verbunden über deine Faszien und kommuniziert über deine Faszien. Und das wird verbessert. Und das nennt man Interozeption. Ich blende das Wort auch mal hier ein. Sehr, sehr schwieriges Wort. Aber das ist halt einfach damit gemeint, dass die Körperinnenwahrnehmung sozusagen verbessert wird. Okay, dann lege ich jetzt direkt einmal los, gar nicht viel rum erzählen. Wir fangen einmal an. Entschuldige bitte, dass ich, wenn ich mal so ein bisschen meine Augen zukniepe, es liegt daran, dass die Sonne genau mir ins Gesicht scheint, weil sonst bin ich halt im Schatten und dann siehst du mich schlechter. Deswegen habe ich die Kamera genauso positioniert, dass ich leider in die Sonne schauen muss. Aber dadurch hast du, glaube ich, sehr gutes Licht auf meinem Körper. Ja, also, die Ausgangsposition ist, du kniest dich hin. Das Becken ist gestreckt. Jetzt nimmst du mal die rechte Hand hinter deinen Kopf. Jetzt geht der rechte Ellbogen zum linken Knie. Und dabei schiebst du deinen Po nach hinten und der Oberkörper macht sich richtig rund. Du rollst ihn richtig schön ein. Jetzt gehst du hier Richtung Knie. Idealerweise kommst du bis zum Knie. Dann legst du den Unterarm hier auf. Und jetzt geht der rechte Arm, streckt nach vorne und mein rechtes Bein zur gleichen Zeit nach hinten. Und dann lege ich mich hin. Und das Bein hier liegt einfach auf dem Fußboden ab und schiebt nach außen. Und jetzt geht mein linker Arm mit nach hinten, also nach links. Und dann zwei, dreimal da reinwippen. Dann lege ich den Arm hier wieder ab, schieb mich nach oben, ziehe das hier wieder ran und gehe wieder in die Ausgangsposition zurück. Und dann kommt die andere Seite. Hier, zack. Also am besten ist auf jeden Fall empfehlenswert, hier sind ein paar Steine, deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich mich nach vorne schiebe. Mach das auf einen glatten Fußboden, dann geht das besser. Oder vielleicht ziehst du einen Pullover an. Wenn du jetzt so einen Holzboden hast, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir hier nichts reinramme. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger, nur dass du da weißt. Ja? Jetzt die andere Seite, rein. Und jetzt quasi lege ich den Arm ab, jetzt mein linken. Jetzt geht mein linkes Bein nach hinten und mein linker Arm nach vorne. Und das rechte Bein schiebt hier nach außen. Und jetzt lege ich mich quasi hier auf die Seite. Und der rechte Arm öffnet nach oben hinten. Dann wieder ablegen. Jetzt drücke ich mich hier nach oben, gehe auf die Knie und ziehe mich ran. Jetzt komme ich wieder hoch. Ja, und jetzt geht mein rechter Arm wieder runter. Hier. Entschuldigung, mein rechts war ja gerade. Nee, links war gerade. Hier. Zack. Und jetzt rechtes Bein. Zack. Und zack. Und zack. Zack. Also hier. Dann zack. Und wieder ranziehen. Und zack, ich zeige das mal aus einer anderen Perspektive, damit du da möglichst viele Perspektiven hast, damit du das gut siehst. Und ich mache einfach jetzt mal so 2, 3, 4 Wiederholungen hintereinander. Ja?
Bam, bam. Ja, wie oft kannst du das Ganze jetzt machen? Ich empfehle dir, so pro Seite mindestens 5 Mal zu machen. Und ich merke das jetzt schon, die paar Mal, wie gut mir das jetzt getan hat. Du siehst hier meine Hose, wie dreckig sie jetzt ist, weil sie einfach ziemlich dreckig. Habe meine Matte vergessen. Aber ich wollte jetzt trotzdem diese Übung zeigen. Und ich konnte es jetzt nicht 100% geschmeidig ausführen, aber das kannst du bei dir zu Hause machen. Weil ich, wie gesagt, hier ein bisschen aufpassen musste, dass ich mir hier nichts in den Arm und Hand reinringe. Also richtig schön über den Fußboden gleiten, Atmung mitnehmen und die Übung, die tut richtig, richtig gut. Weil, wie ich am Anfang des Videos schon sagte, sie ist sehr komplex, sie beinhaltet sehr, sehr viel. Vor allem die Körperinnenwahrnehmung, um das nochmal klar herauszustellen. Also wenn du Probleme mit Organen hast, ja, und egal was für Organe, wenn du da irgendwie, wenn dein Osteopath gesagt hat, da ist alles ziemlich verklebt und die können nicht richtig funktionieren, dann mach diese Übung jeden Tag. Es ist wie Meditation, ja, weil du konzentrierst dich nur auf diese Übung, weil sie ja sehr komplex ist, weil du auf viele Sachen achten musst. Es ist nicht schwer, es ist nur, dass du auf viele Sachen achten musst, aber es kriegt wirklich jeder hin. Ja, also es ist wirklich eine Übung, die jeder hinbekommt. Es gibt auch keine Kontraindikation. Also es gibt keine Art von Menschen, die die Übung nicht machen darf oder so. Also kann jeder machen. Wenn du natürlich akute Knieprobleme hast, dann vielleicht mal da noch eine Variation, weil wir fangen ja hier im Knien an. Wenn jemand jetzt akute Knieprobleme hat, dann lässt er halt das weg. Dann kann ich es empfehlen, quasi hier von der Seite das auszumachen. Und hier zack, zack. Und dann hochdrücken und die andere Seite. Das ist kein Optimum. Das ist mir jetzt nur so gerade durch den Kopf gegangen. Ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich bin so jetzt gerade. Ansonsten gibt es noch viele andere Übungen hier, die man machen kann. Aber Knieprobleme. Es kann eigentlich nur sein, wenn du einen akuten Kreuzbandriss hast oder gerade eine Knieprothese bekommen hast, dann, klar, kannst du den in dem Moment nicht machen. Dann machst du die Übung einfach ein bisschen später, wenn es wieder geht. Aber ansonsten auf den Knien ist kein Thema. Ansonsten nimmst du ein weiches Kissen, wo dich da drauf kniest, dass deine Knie auch etwas gepolstert sind. Oder einfach eine dickere Matte reicht dann auch oft schon aus. Oder du machst die Übung im Bett. Ja, hast du zwar mehr Reibung, aber das kriegst du auch in diese Streckung. Und wie gesagt, dein Rücken tut es richtig, richtig gut. Ich zeige es jetzt noch mal kurz, damit sich das einfach noch mal richtig einbrennt. Und genau, also hier war die Ausgangsposition rein. Jetzt gehst du hier mit den Arm, die Handinnenfläche ist nach oben. Und das gleiche Bein mit den Arm streckt nach hinten. Und das Bein geht einfach hier nach außen. Also auch die Hüftbeweglichkeit ist komplett mit dabei. Und jetzt nehme ich den Arm hier. Ich kann es auch so machen, aber so. Und dann wippe ich hier nach außen und den Arm strecke ich hier in die Länge. Dann lege ich den Arm ab, drücke mich so ein bisschen hoch und komme hier zurück. Ja? Und dann hier zack, zack, die andere Seite. Und schieb hier nach außen und zack, zack. Und drücke mich hier wieder hoch und komme auch hier wieder hoch. Also komplette Beckenbeweglichkeit ist dabei, Hüftbeweglichkeit ist dabei, dein kompletter Rücken, alles mit drin. Also wirklich eine sehr, sehr geniale Übung. Und ja, mach sie jeden Tag und du wirst die Energie der Übung spüren. Es ist einfach der Hammer, sie tut einfach richtig, richtig gut. Und dann würde es mich freuen, wenn du einfach mal kommentierst, wie dir die Übung gefällt, wie, ja, was du für Effekte bei der Übung spürst. Und mach einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, wenn du es nicht getan hast. Weil jede Woche warten so geniale Übungen wie diese hier auf dich. Und du kriegst sie nur wirklich hier an der Hand. Du kannst auf den großen Kanälen schauen, ja, die zwar mehr Reichweite haben, aber normale Übungen zeigen, die jeder zeigt. Hier ist ein kleiner Kanal, ist richtig, aber hier kriegst du Übungen an die Hand, die du nirgendwo anders hast. Und deswegen lohnt es sich immer wieder hier vorbeizuschauen,
weil, wie gesagt, das echte lebensverändernde Übungen sind. Und wenn du mir nicht glaubst, schau dir einfach mal die Kommentare von echten Nutzern an, die meine Übung regelmäßig machen und schau, wie begeistert die sind. Das ist auch vielen, vielen Dank nochmal für die Kommentare, diejenigen, die immer schön kommentieren. Das freut mich sehr, weil das es gibt mir immer so als Feedback, dass die Empfindung, die ich selber habe, die Empfindung, die meine Kunden haben, die geben mir immer Rückmeldung zu den Übungen und dass euch genau das Gleiche widerfährt. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Wie gesagt, Daumen hoch machen, Kanal abonnieren. Grund habe ich dir gerade erklärt. Und ja, dann bis bald. Ciao, dein Tobias.